Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Seriensprechzimmer. Ich bin Mel und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Nach dem zweiten Teil der dritten Staffel von Bridgerton wollte ich gerne über die neuen Folgen sprechen. Aber dann habe ich mich gefragt, interessiert euch denn wirklich erneut meine Meinung oder die von anderen Serienexperten und Serienexpertinnen? Oder wäre es nicht cool, reguläre Zuschauerinnen einzuladen, die ihre Meinung teilen? Also wirklich normale Zuschauerinnen. Ich sage bewusst Zuschauerinnen, denn ich habe in meinen Netzwerken einen Aufruf gestartet und es haben sich nur Frauen gemeldet. Wobei eine tatsächlich ihren Mann mit ins Serienzimmer geholt hat. Einige vom Team wollten auch noch ihren Input zu Season 3 geben. Die hört ihr jetzt auch. Aber dieses Mal war es mir wichtig, die Stimmen von euch da draußen zu hören und zu erfahren, wie ihr die neue Staffel erlebt habt. Unsere Gäste sind heute Juli, Carina, Nele, Antonia, Shirin, Beate, Sonja und Julia mit ihrem Mann David. Also lehnt euch zurück und genießt die Show. Beginnen wir doch mit einer kurzen Vorstellung unserer heutigen Gäste. Jeder wird sich selbst vorstellen und uns erzählen, wo er lebt und was er so macht. Hi, ich bin Julie. Ich bin in Berlin zu Hause und ja, beruflich mache ich was, wie man so schön sagt, was Kreatives mit Medien, allerdings schon seit einiger Zeit jetzt im öffentlichen Dienst, nicht mehr in sozusagen der freien Wirtschaft. Und Serien und Kino, das sind sozusagen meine Ablenkung und mein Guilty Pleasure von meinem Mama-Alltag. Mein Name ist Carina, ich lebe in Berlin und ich bin freie Journalistin. Hello, ich bin Nele und bin eigentlich auch lange schon Teil des Seriasten-Teams, in letzter Zeit absolut eingerostet. Ich lebe in Detmold, ist in der Nähe von Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt. Und genau, ich arbeite in einer Marketingagentur. Hey, ich heiße Antonia, ich komme aus Berlin und bin als Sales Managerin tätig. Hallo, ich bin die Shirin. Ich lebe in Düsseldorf, in der schönsten Stadt am Rhein. Ich arbeite zu 100% aus dem Homeoffice, was halt eine sehr schöne Sache ist, weil ich auch zwei Hunde habe und dadurch sehr viel in der Natur bin. Hallo, ich bin Beate und lebe in Berlin und arbeite als Redakteurin für seriasten.tv. Hallo, mein Name ist Sonja. Ich wohne in Raunheim, das ist in der Nähe vom Frankfurter Flughafen, bin aber viel in Berlin und bin dann bei meiner Schwester. Beruflich bin ich in einer Veranstaltungsabteilung einer Beratungsfirma und dort hauptsächlich im Homeoffice, aber teilweise auch Veranstaltungen deutschlandweit. Hallo, mein Name ist Julia und ich komme aus einem kleinen Dorf bei Eisenach. Ja, ich bin 40 Jahre alt, Erzieherin und Mama von drei Jungs. Hallo, ich bin der David, bin der Mann von der Julia. Und er hat jede Staffel mit mir zusammengeguckt, manchmal drei Folgen jeden Abend. Und am nächsten Tag hat er wieder gefragt, willst du weitergucken? Ich glaube, ihm hat es schon gut gefallen. Ja. Okay. Wie hat euch denn die dritte Staffel von Bridgerton gefallen? Zuerst hören wir von Juli. Also ich habe die dritte Staffel von Bridgerton jetzt wirklich gerade erst beendet. Ja, ich bin ein bisschen spät dran. Aber ich muss sagen, sie hat mich wieder eingefangen, sie hat mir gut gefallen. Ich mochte, dass viele bekannte Charaktere wieder da waren und auch so ein bisschen mehr Tiefe bekommen haben. Und ich mochte, dass sie viele kleine Randgeschichten so ein bisschen aufgegriffen haben. Also eben, man könnte ihnen jetzt unterstellen, sie haben so liebgewonnene Charaktere so ein bisschen mehr gehighlightet, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich kenne die Vorlagen jetzt nicht. Aber insgesamt finde ich es recht gut. Und tatsächlich finde ich es deswegen hauptsächlich gut gelungen, weil ich die Nebenrollen, Nebenfiguren echt sehr gut ins Licht gesetzt finde. Vielen Dank, Juli. Nun hören wir, was Carina dazu zu sagen hat. Mir hat die dritte Staffel von Bridgerton sehr gut gefallen. Es ist mir total leicht gefallen, reinzukommen. Ich war total schnell hooked, habe mitfiebern können, habe die Funken zwischen den SchauspielerInnen gespürt, fand die Geschichte spannend. Also die zweite Staffel hat mich persönlich nicht so überzeugt. Da habe ich auch gar nicht zu Ende geguckt. Und deswegen fand ich es umso schöner, dass ich dann bei der dritten sofort wieder einsteigen konnte und drin war. Super, danke Carina. Jetzt kommt Nele zu Wort.
Also ich fand die dritte Staffel mega. Teilweise muss ich aber sagen, dass mir der erste Part deutlich besser gefallen hat als der zweite. Und ich will auf jeden Fall dafür plädieren, dass Netflix diese Scheiße mit den Staffeltrennungen nicht mehr macht. Also das ist ja einfach nur Folter, wenn man dann nochmal 3 Wochen, 4 Wochen warten muss. Aber sonst fand ich die dritte Staffel wirklich sehr gut. Merci, Nele. Weiter geht's mit Antonia. Die dritte Staffel von Bridgerton hat mir leider so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass sie irgendwie zu einem Ende kommen mussten, da es ziemlich zügig alles ging. Ja, hätte ich mir irgendwie ein bisschen langgezogener erhofft. Und jetzt Shirin. Die dritte Staffel von Bridgerton fand ich super. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genauso wie die erste Staffel. Das waren so meine Lieblingsstaffeln. Obwohl die zweite natürlich auch okay ist. Die habe ich genauso durchgesuchtet. Aber bei der dritten Staffel, das hat natürlich sehr getriggert, dass sie so in 2 Teile aufgeteilt war. Man dann noch mal warten musste. Und ja, ich mag einfach Penelope und ihre Rolle. Ich finde, die Schauspielerin verkörpert diese Rolle super, super toll. Und ja, es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Als nächstes hören wir Beate. Ich würde die Bewertung für die dritte Staffel gerne aufteilen. Die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Die zweite Hälfte weniger. Also ich fand, wie sie die Liebesgeschichte weiterentwickelt haben, hat mir zwischen Colin und Penn hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand die Sexszene total unglaubwürdig. Mir ging das alles viel zu schnell. Und klar ist es unrealistisch sowieso, was bei Bridgerton gezeigt wird. Und das muss man ja wissen, weil es alles überzeichnet ist. Aber da komme ich nicht mehr mit. Wie? Also ich war von der zweiten Hälfte der dritten Staffel sehr enttäuscht. Sonja, was denkst du? Die dritte Staffel von Bridgerton hat mir ganz gut gefallen. Ich fand es grundsätzlich gut, dass mal der Fokus auf Penelope gefallen ist, beziehungsweise die Hauptrolle in der Staffel sie ausgefüllt hat und ihre Beziehung oder Liebesgeschichte mit Colin, was sich ja auch schon über die letzten 2 Staffeln ein bisschen angebahnt hatte, beziehungsweise für den Zuschauer, Zuschauerin ersichtlich war, dass da speziell von ihrer Seite mehr als Freundschaft ist. Und ich es jetzt ganz schön fand, dass ihre Rolle und die Thematik ja auch entsprechend in den Vordergrund gestellt wurde. Das fand ich sehr gut. Aber auch fand ich super, dass auch noch die Nebengeschichten da waren mit den Geschwistern von Colin und ihre Beziehung, speziell halt Anthony und Kate und auch die Rolle von Kate als starke Frau, emanzipierte und auch in einer gleichberechtigten Beziehung, was für die damalige Zeit sicherlich nicht normal war. Das fand ich sehr gut. Im Großen und Ganzen hat es mir ganz gut gefallen. Es ist ja eh eine sehr leichte Serie, auch wenn teilweise kritische Themen befasst werden, aber dann auch speziell eben die Rolle von Miss Whistledown und wie sich das jetzt zum Schluss eben entwickelt hat, dass sie jetzt an die Oberfläche gekommen ist, beziehungsweise man halt eben dann am Ende wusste, dass sie das ist und dass das dann auch zum Schluss akzeptiert wurde und vor allem halt von Colin akzeptiert wurde, dass das eben auch ein Teil von Penelope ist und man es nicht von ihr trennen kann und dass es am Ende für ihn auch in Ordnung ist. Und zuletzt Julia und David. Wie fandest du die dritte Staffel von Bridgerton? Hat Ihnen gefallen? Aufregend? Warum? Ja, nicht einfach. Ganz schön spannend gewesen. Das ist sehr nichtssagend, ehrlich. Ja, du kannst ja nicht einfach so anfangen und mir fragen, wie fandest du die dritte Staffel von Bridgerton? Ja, aber wie fandest du sie denn? Im Gegensatz zur ersten und zur zweiten Staffel. Ja, die erste Staffel war sehr sexuell. Das stimmt, aber auch nicht schlimm. Nein, natürlich nicht. Danke für eure Eindrücke zur neuen Staffel. Jetzt interessiert mich besonders, was eure persönlichen Highlights waren. Und wir hören auch wieder zuerst von Juli. Meine Highlights der dritten Staffel waren vor allen Dingen eigentlich, wenn man den Weg von Penelope so ein bisschen gesehen hat, wie sie sich wirklich freigeschwommen hat und zu sich selbst gefunden hat, zu sich selbst gestanden hat und für sich selber letzten Endes auch eingestanden ist. Auch auf die Gefahr hin, den Mann, den sie absolut liebt, zu verlieren. Also das fand ich großartig sozusagen, diesen geschafft und gemeistert hat. Und ich möchte eigentlich auch den Serienmachern gratulieren, dass die Darstellerin jetzt so belassen haben, wie sie ist. Und um es mal ganz klar zu sagen, ihr jetzt nicht irgendeine Diät oder irgendwas aufgezwungen haben, damit sie jetzt in der dritten Staffel sozusagen im Mittelpunkt steht. Also das war eigentlich mein Highlight. Ich meine, ich mag irgendwie immer so diese ganz kleinen Momente, die diese Serie hat. Und ansonsten fand ich sehr gut eben, dass Lady Bridgerton, also Violet, auch anscheinend da einen neuen Verehrer hat. Sie hat ja in Queen Charlotte das so ein bisschen angedeutet, dass ihr das so ein bisschen fehlt. Und ich mag so diese kleinen Charaktere,
die eigentlich die Nebenrollen sind, über die jetzt irgendwie, finde ich, ihr sehr, sehr viel Gewicht bekommen haben in der dritten Staffel. Und ja, und natürlich muss ich sagen, immer wieder ein Highlight, auch die Musik. Also auch die Musikauswahl, die Untermalung der eigentlich bekannten Pop-Lieder oder Rock-Lieder, die dann halt irgendwie mit klassischen Instrumenten gespielt werden, finde ich auch immer sehr gelungen. Carina, was denkst du? Mein Highlight war tatsächlich Penelope. Ich fand es richtig gut, dass wir diese Staffel noch mal mehr von ihr sehen und erfahren konnten und dass sie halt im Fokus stand. Ich finde auch die Schauspielerin ganz toll. Achtung, kleiner Spoiler. Für mich war es auch ein Highlight, dass Penelope letztendlich enthüllt hat, dass sie Lady Whistledown ist. Es ist ja manchmal auch so in Serien, dass so eine Geheimnisse so lange über keine Ahnung wie viele Staffeln getragen werden. Und irgendwie fand ich so den richtigen Zeitpunkt, das jetzt zu droppen. Und das macht dann natürlich neugierig auf die nächste Staffel, wie dann die Leute damit umgehen werden und wie verändert sich dann auch die Dynamik, wenn die Leute jetzt wissen, dass sie dieses Blatt schreibt. Ein absolutes Highlight war auch die Szene zwischen Colin und Penelope in der Kutsche, wo sie sich zum ersten Mal geküsst haben, weil ich das Gefühl hatte, dass da die Funken gesprüht haben und man hat einfach total gespürt, dass da was zwischen den beiden ist und das kam einfach total gut rüber. Und Nele? Mein Highlight waren die ersten 4 Folgen, also die ganze Geschichte, wie sie sich aufgebaut hat und das fand ich, glaube ich, mit am schönsten. Klar, die krasse Kutsch-Szene ist, glaube ich, auch für uns alle ein Highlight gewesen. Hat mir gut gefallen. Ja, und ich glaube einfach so die Chemie zwischen Colin und Penn hat mir gut gefallen, war ein Top-Highlight. Antonia, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Mein Highlight war definitiv die Szene in der Kutsche. Ich glaube, auf die haben so einige hingefiebert. Und als sie dann endlich da war, ja, waren, glaube ich, alle anderen auch sehr glücklich. Shirin, teilst du die Meinung? Für mich gab es in der dritten Staffel mehrere Highlights. Ein Highlight war natürlich der erste Kuss zwischen Penelope und Colin, dann die Hochzeit, aber auch diese Zerrissenheit. Ich finde, das ist sehr gut rübergekommen. Einmal, klar, das Geheimnis zu hüten, dass sie Lady Whistledown ist und halt ihre Rolle als Penelope. Und dann, dass sie halt erkannt hat für sich und auch Colin erkannt hat, dass man Lady Whistledown und Penelope gar nicht trennen kann, dass es schon eine Person ist. Dann die Ansprache auf dem Ball, als die Queen ihr die Möglichkeit gegeben hat, sich dazu zu äußern. Es war eine sehr schöne Ansprache, sehr tiefgründig. Ja, das waren so meine Highlights auf jeden Fall. Beate, was sagst du denn? Highlights, Lowlights habe ich in dem Sinne nur bedingt. Also Highlight ist für mich die erste Hälfte der dritten Staffel, Lowlight ist die zweite Hälfte. Jetzt ist Sonja dran. Das Highlight der dritten Staffel von Bridgerton war für mich das Thema der Frau in der damaligen Zeit thematisiert worden ist, die Rolle der Frau, was sie alles tun muss, um in der Gesellschaft akzeptiert zu sein und wenn sie eben nicht den Vorgaben, die hauptsächlich auch von Männern vorgegeben sind, entspricht, eben als Außenseiter gesehen werden und eben aus der Gesellschaft entfernt werden müssen. Ähnlich halt, ne, wie es man es sieht bei der Freundin von Eloise, dass sie alles versucht, irgendwie reinzupassen und sobald eben sie das irgendwie anders macht, man sie aus der Gesellschaft entfernen muss, weil sie ja sonst eine Schande ist für die Familie. Und Penelope hat den Mut eben, sich dem zu stellen, eben ihrer Persona als Mrs. Whistledown den Mut zu haben und zu zeigen, dass eben sie nicht nur eine junge Frau ist, dessen Ziel im Leben ist, zu heiraten und dann entsprechend versorgt zu sein, sondern halt eben auch ihr Können und ihre Talente zeigen kann, in dem Fall mit ihrem Schreiben und dass das auch akzeptiert werden kann von der Gesellschaft. Natürlich, bei ihr nochmal war natürlich die Queen es entsprechend so toleriert und akzeptiert und was die Queen sagt, ist Gesetz. Von daher, ja, das war schon eins meiner Highlights, dass das mal thematisiert worden ist und mal auch in Frage gestellt worden ist und gezeigt worden ist, dass das eben für Frauen damals nicht so einfach war wie für Männer. Und ich bin super gespannt, was Julia mit ihrem Mann David sagen werden. Ich finde, in der dritten Staffel hat gefehlt, dass die Charaktere der ersten Staffel überhaupt nicht mehr erwähnt wurden.
Das fand ich ein bisschen schade, dass die irgendwie so aus der Familie gekickt waren. Ansonsten fand ich die auch sehr spannend. Ich fand es auch schön, dass die Frauenbewegung so in den Vordergrund getreten ist und dass die Frauen sich auch getraut haben, zu sagen, was sie wollen und was ihre Bedürfnisse sind. Was denkst du? Was hat dir noch an der dritten Staffel gut gefallen? Dass die, ja, man hat ja schon gewusst, wer Whistledown ist. Und das Ende war gut, wie sie dann praktisch sich vorgestellt hat. Hm? Finde ich cool. Ja, das war eine gute Wendung. Haben sie echt gut hinbekommen, das alles so ins richtige Licht zu rücken. Das Einzige, die Verwandlung von dem Herrn Bridgerton. Von Colin? Ja. Fandst du nicht so gut? Naja, war ein bisschen übertrieben, oder? Und wie er sich dann zurechtgemacht hat. Naja, er ist halt Erwachsener geworden. Mussten sie auch irgendwie darstellen im Gegensatz zur zweiten Staffel. Der Babyspeck war weg. Und ich fand auch die Wandlung von Benedikt sehr toll. Der hat mir gut gefallen, wie er so seine Sexualität entdeckt hat für sich und wie er damit umgegangen ist auch. Und dass er sich halt auch einfach getraut hat, das zu erfahren. Ein großes Thema in dieser Staffel war die Beziehung zwischen Colin und Penelope. Wie fandet ihr denn die Chemie zwischen den beiden? Juli, was meinst du? Die Chemie zwischen Penelope und Colin ist tatsächlich mein großes Problem bei dieser dritten Staffel. Also zum einen habe ich den Eindruck, oder für mich war der Eindruck schwierig, weil sie dadurch, dass sie so viel Werbung für diese dritte Staffel im Vorfeld gemacht haben und da eben so klar wurde, dass Luke und Nicola so gute Freunde sind, lange sie angezogen waren, habe ich ihnen das irgendwie noch geglaubt, dass sie da irgendwie ein Liebespaar spielen. Aber in dem Moment, wo sie ausgezogen waren und wo es da eben explizit zur Sache ging, war das für mich einfach irgendwie unglaubwürdig. Da war ich für mich keine Chemie da. Wo ich sage, so, da gehe ich noch mit, war die berühmt-berüchtigte Kutschenszene da. Breaking von dem sozusagen ersten Block der dritten Staffel. Aber alles, was jetzt im zweiten Block der dritten Staffel kam, was jetzt auf Deutsch gesagt Sexszenen waren, hatte für mich keine Chemie. Also das waren für mich irgendwie Friendzone. Und es war eher so ein bisschen Fremdschämen beim Zugucken. Die eigentlichen Gespräche und wo sie so um ihre Liebe gekämpft haben, das fand ich gut. Und da habe ich ihnen das war dann halt eine gute schauspielerische Leistung. Aber in dem Moment, wo es um die Körperlichkeit ging, muss ich echt sagen, hat bei mir da der sprühende Funke gefehlt. Also an das, was Kate und Anthony hatten. Oder auch, wenn man an die erste Staffel zurückdenkt, an Daphne und den Duke, da kamen sie nicht ran. Da hatten die beiden, da hat es einfach wirklich, da ist die Leinwand übergelaufen oder da hat es gebrannt auf der Leinwand, respektive dem Fernseher. Und irgendwie, also das, ich meine, wenn man einmal zurückdenkt in der zweiten Staffel, bis da in Anführungszeichen wirklich was passiert, da sind wir in der vorletzten Folge der ganzen Staffel, bis es dann mal irgendwie dazu kommt. Und trotzdem ist es immer, es hat immer gekribbelt und dieses Knistern war immer da zwischen Kate und Anthony. Und bei Colin und bei Penelope, das habe ich einfach, da war für mich nie irgendwie das Knistern da, das waren irgendwie Freunde. Und ja, sie war heimlich in ihm verliebt und ach, irgendwie, ich fand, diese Körperlichkeit war zwischen den beiden, war mir zu sehr Friendzone und zu wenig knisternde Erotik. Also das irgendwie, das ist echt das, wo es für mich in dieser Staffel echt nicht gezündet hat. Und was sagst du dazu, Carina? Ich finde persönlich, dass es zwischen Colin und Penelope total geknistert hat. Ich habe die Chemie zwischen den beiden absolut gespürt. Also es waren einige Szenen dabei, wo bei mir als Zuschauerin einfach total viel rübergekommen ist, wo ich auch manchmal so mitgefiebert habe oder auch mal vor Scham weggucken musste oder mitschmunzeln musste. Aber man hat auf jeden Fall eine Spannung zwischen den beiden gespürt. Und ja, das ist bei mir auf jeden Fall so rübergekommen. Nele, jetzt bin ich gespannt. Also ich finde, die Chemie ist da gewesen. Es gibt ja auch deutlich kritischere Stimmen. Aber ich fand, das war genau richtig. Also am Anfang, dass sie nur Freunde waren und man aber Penn angemerkt hat, dass sie eigentlich ja mehr will. Und ja, ich fand, das passte. Ich finde, man merkt auch, dass die sich off-cam sehr, sehr gut verstanden haben und da ja einfach sich miteinander wohlgefühlt haben. Ich finde, das kam total rüber. Ich mag die beiden Charaktere total und ja, fand einfach, dass sehr gelungen umgesetzt wurde. Antonia, Chemie, Colin und Penelope, deine Meinung? Ich denke, die Chemie zwischen Colin und Penelope kann jeder gut nachvollziehen, der selber in so einer Situation schon mal gesteckt hat, der eine super gute Freundschaft hatte, wo sich dann aber einfach mehr entwickelt hat, wo man am liebsten der Person sagen würde, ich liebe dich, aber Angst hat, diese Freundschaft zu verlieren, die einem so wichtig ist.
Und dadurch, dass dann aber beide zögern, ja, macht es die ganze Sache nur komplizierter, obwohl es doch eigentlich so einfach und schön sein kann, weil man sich einfach nur traut zu sagen, was man fühlt. Shirin, was sagst du denn dazu? Ich fand die Chemie zwischen Penelope und Colin sehr gut. Ich fand, man hat es sehr, sehr schön rübergebracht, auch eine sehr schöne schauspielerische Leistung an der Stelle, wie eben aus der Freundschaft dann Liebe gewachsen ist und er das für sich erkannt hat und auch wie hin und her gerissen er war, als er erkannt hat oder erfahren hat, dass eben Penelope Lady Whistledown ist und auch zugeben konnte, dass er ein Stück weit neidisch auf sie ist. Und ich glaube einfach, dass die beiden uns noch lange erhalten bleiben, dass man davon noch viel sehen wird, weil sie ist nun mal auch ja, der Hauptcharakter in dieser Serie. Beate, du warst ja sehr streng gerade bei deiner Antwort. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich fand die Chemie zwischen Colin und Penn bedingt glaubwürdig. In der ersten Hälfte der Staffel 3, ja, da ging es hauptsächlich ja immer um den Intellekt von ihr. Und das ist ja das, ich glaube, wo die Anziehungskraft für ihn herkommt, was ihren Intellekt angeht. Das ist ja das, was ihn fasziniert hat bis zu dem Kuss. Dann kam dann das Körperliche dazu. Aber das war für mich, auch wenn sie sich streiten, das sind Dinge, die ich nachvollziehen kann und die ich glaubwürdig finde. Und dann in der zweiten Hälfte der Staffel, Alter, was ist das denn? Also das wirkte so hölzern zum Teil und so distanziert und unglaubwürdig. Und vor allen Dingen die Sexszene da auf diesem Sofa, Alter, was ist das denn? Also das wirkt so hölzern. Klar ist der erste Sex, gerade wenn man Jungfrau ist, immer hölzern und awkward. Aber warum machen die das dann nicht im Bett? Warum muss das auf einem Sofa stattfinden, wo man sieht, wie unbequem das Ganze ist? Und sie wird dann dahin drapiert und kriegt eine Decke umgehängt, damit man nicht zu viel sieht. Was soll das? Das wirkte überhaupt nicht organisch. Das wirkte überhaupt nicht sexy. Das wirkte überhaupt nicht wie zwei, die sich wirklich mögen. Und ich mochte die beiden am liebsten, wenn die sich streiten oder wenn sie ein Argument austauschen, weil das ist ja das, wo man dann nachvollzieht, woher die Anziehungskraft eben kommt. Und das habe ich in der zweiten Hälfte der Staffel nur bedingt gesehen. Insofern bin ich nicht so ganz glücklich mit dem, wie sich das da entwickelt hat. Sonja, was denkst du denn? Ich fand die Chemie zwischen Penelope und Colin grundsätzlich sehr gut. Dadurch, dass es natürlich jetzt ein bisschen gedauert hat, gerade von Collins Seite auch zu erkennen, dass da mehr als eine Freundschaft ist. Ja, ein bisschen zäh. Er ist jetzt auch wahrscheinlich der Bruder, der halt vielleicht auch am gefühlvollsten ist und auch eher so, ne, nicht so der Haudegen oder so. Wobei das ja am Anfang so ein bisschen, er versucht hat, sich so darzustellen, obwohl er es eigentlich gar nicht ist. Aber hat sich dann meines Erachtens gut dahin entwickelt, dass es irgendwann mal gemerkt hat, dass er mehr als eine Freundschaft für Penelope empfindet, dass er andersrum schon die ganze Zeit so war. Und dann sein innerer Kampf, so ab dem Moment, wo er wusste, dass Penelope halt Whistledown ist und mit der Eifersucht und bis er das akzeptiert hat, ja, das finde ich, hat gut gepasst. Und auch, dass sie stark geblieben ist und am Ende, ja gut, sie haben ja dann trotzdem geheiratet und in der damaligen Zeit wäre jetzt wahrscheinlich eine Scheidung nicht auf dem Tisch gestanden, aber ich glaube, dass sie von sich aus das am Ende nicht aufgegeben hätte, auch nicht für ihn, weil sie gesagt hat, das ist halt ein Teil von mir und das muss eigentlich auch mein Mann akzeptieren, sonst ist am Ende die Beziehung nicht das, was sie möchte. Und Julia und David. Wie die Chemie zwischen den beiden war, naja, das hat sich ja schon im Laufe der Staffeln verändert, wie die zwei miteinander umgegangen sind. Ich meine, dass Penelope schon immer in Colin verliebt war, das war ja offensichtlich. Aber dass er in Penelope verliebt war, das hat er ja ziemlich spät erst Ende der zweiten Staffel gemerkt und in der dritten dann erstmal versucht zu verarbeiten für sich und genau. Das alles so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. War so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich bin verliebt und darf ich das überhaupt irgendwie so, oder? Ja, vor seinen Kumpels da hat er gesagt, niemals. Aber ja, Penelope hat halt nicht der Durchschnittsfrau, also optisch der Durchschnittsfrau entsprochen. Und es war wahrscheinlich damals schon verpönt, sich mit Frauen einzulassen, die üppiger waren, sag ich mal. Obwohl sie schon hübsch ist. Ja, hübsche, natürlich. Sie sind eine hübsche. Ja,
Ich fand die Wendung zwischen den beiden eigentlich gut. Ich fand auch die sexuelle Spannung zwischen den beiden gut. Das hat schon Spaß gemacht, den beiden zuzugucken, wie sie sich immer mehr ineinander verliebt haben und sich auch begehrt haben. Ja. Super, danke für eure Meinungen. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Was glaubt ihr, wie es in der vierten Staffel weitergehen könnte? Juli, hast du da so eine Vorahnung? Der Ausblick auf die vierte Staffel ist für mich so ein bisschen schwierig, weil ich ein bisschen hin und her gerissen bin. Also Spoiler Alert, am Ende ist es ja so ein bisschen, dass Eloise mit entschwindet aus Mayflower und Benedict sozusagen allein ist. Und ich sag mal so, die restlichen Bridgerton-Kinder sind einfach noch zu jung, in meiner Welt zumindest. Von daher wird es sich, denke ich, zwischen Eloise und Benedict ausgehen. Es sei denn, die Serienmacher heben jetzt Lady Bridgerton, also Violet, irgendwie in den Vordergrund. Kann ich mir ein bisschen schwer vorstellen, weil ich glaube, da gibt es ja keine Romanvorlage. Das könnte man höchstens wieder mit so einer Art Spin-off lösen, so analog zu Queen Charlotte. Ich persönlich würde lieber Benedict erstmal endlich sehen wollen. Da bin ich dann auch Frau, die dann gerne dem Mann mal wieder beim Leiden zusieht oder beim sich verlieben und erstmal ein bisschen auf Umwegen vor sich hin stolpern. Auf der anderen Seite, Eloise stelle ich mir auch spannend vor. Also ich meine, die braucht ja nun wirklich einen Partner auf Augenhöhe und die ist ja in die damalige Zeit einfach falsch geboren von ihrem ganzen Charakter, von ihrem ganzen Wesen. Von daher fände ich das auch spannend. Wie gesagt, ich kenne die Romanvorlage nicht. Ich tendiere aber dazu, dass ich mich freuen würde, wenn sie Benedict zuerst machen würden und das ließe die Tür sehr weit offen für noch eine neue Staffel, dann die fünfte mit Eloise. Und ich meine, wenn man jetzt mal rechnet, dann hätte man 2 Jahre gewonnen und dann könnten die Darstellerinnen und Darsteller der jüngeren Bridgerton-Kinder dann auch so ein bisschen Reife haben, außer man überlegt sich, die dann auch wieder auszutauschen mit älteren Schauspielerinnen und Schauspielern. Nichtsdestotrotz, mein persönlicher Wunsch wäre eher eine Staffel 4 mit Benedict, denn eine Staffel 4 mit Eloise. Was ich schlecht fände und was ich unfair beiden gegenüber fände, wenn man beide Charaktere in der vierten Staffel sozusagen abfrühstückt aus Angst, nicht noch eine fünfte Staffel zu bekommen. Also das wäre für mich die schlechteste Wahl, wenn man das sozusagen verheiraten würde in der vierten Staffel. Carina, was denkst du? Ich kenne die Bücher ja nicht, deswegen weiß ich nicht, wie es in der vierten Staffel weitergehen wird. Aber wir haben ja mittlerweile gelernt, dass ja bei der Serie immer in jeder Staffel eine andere Person im Fokus der Geschichte steht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht die jüngste Tochter der Bridgertons ist. Ich weiß nicht, wie alt sie ist und ob sie bei der nächsten Saison heiratsfähig ist. Aber ja, das wäre eine Vermutung, dass vielleicht sie dann in den Fokus rücken wird. Nele, deine Spekulation? Boah, also wer die Bücher kennt, der wüsste jetzt, dass nach dem Buch von Penn Eloise kommt. Ich bin gespannt, was passiert. Es wurde ja schon so ein bisschen angeteasert, als Eloise und Benedict auf der Schaukel saßen, dass es wahrscheinlich in der nächsten Staffel um die beiden gehen wird. Finde ich schade, dass Benedict keine eigene kriegt, weil das Buch eigentlich für mich am besten war. Ja, deshalb glaube ich, es geht auf jeden Fall so ein bisschen in Richtung Eloise und Benedict. Francescas Geschichte ist ja auch noch nicht auserzählt. Ich will da nicht spoilern, aber da gab es auf jeden Fall einen kleinen Twist in der Serie. Für die Leute, die die Bücher kennen, die werden jetzt wissen, was ich meine. Genau, aber ich will da auf jeden Fall nicht zu viel spoilern. Aber genau, deshalb ist mein Hot Take auf jeden Fall, dass es vorrangig um Eloise, Benedict geht und Francesca noch ein Teil der vierten Staffel sein wird. Antonia, was wünschst du dir denn für die Season 4? Für die nächsten Folgen bzw. die nächste Staffel hoffe ich, dass wir natürlich noch einiges von Colin und Penelope sehen, da das, denke ich, auch in der Zukunft noch einige Schwierigkeiten mit sich bringen wird. Und es gab natürlich, Achtung Spoiler, einen kleinen Side-Fact mit Eloise. Und da bin ich sehr gespannt, was sie in Schottland erwarten wird und ob da nicht vielleicht doch noch eine krasse Wendung kommt. Und Shirin, was denkst du so? Also in Staffel 4, glaube ich, wird Francesca nochmal eine sehr, sehr große Rolle einnehmen und auch Eloise und Benedict. Und da bin ich gespannt bei Benedict, in welche Richtung das tatsächlich gehen wird, ob er überhaupt je heiraten wird oder ob er ausleben wird, dass er eben homosexuell ist, bisexuell, wie auch immer. Beate, irgendwelche Eingebungen? Ich denke, in der vierten Staffel wird es dann um die restlichen Mitglieder
der Bridgerton-Family gehen, die ja noch nicht unter der Haube sind, also Eloise und Benedikt. Aber ich denke auch um die Mutter, wo man ja auch schon gesehen hat, dass sich da was anbahnt mit dem Bruder von, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, der Zuflüsterin der Königin. Ich kann mir immer die Namen von den ganzen Leuten nicht merken. Also am interessantesten ist für mich, was mit Eloise passiert, in welche Richtung das geht. Den Handlungsstrang mit den Dreiern fand ich bei Benedikt ja auch schon super spannend, sehr progressiv. Mal gucken, das vielleicht wird die vierte sogar die interessanteste Staffel, weil die größten Klischees sind aus dem Weg geräumt und jetzt kommen die wirklich schwierigen Patienten dran. Ich bin sehr gespannt. Sonja, Season 4, dein Wunschzettel. Ich glaube, dass in der vierten Staffel der Fokus eher auf Francesca und Eloise gehen wird und ihr Leben oder ihre Zeit in Schottland, wo sie ja zum Ende der dritten Staffel hinfahren, um dort zu leben. Ich glaube, da die Geschichte wird sich eher darauf fokussieren, weil sie ja jetzt in der dritten Staffel eher so eine Nebenrolle hatte. Und das denke ich, dass das eventuell ein Thema sein wird und über die vierte Staffel sich hinziehen wird. Und Julia und David, was denkt ihr denn so? Ich bin ganz gespannt auf Eloise, ihre Entwicklung. Weil sie hat sich ja jetzt schon auch ein Stück Freiheit erkauft durch ihren Weggang. Nee, das glaube ich nicht, dass sie lesbisch wird. Man kann ja nicht lesbisch werden, aber ich glaube, die findet auch Frauen gut. Das habe ich auch schon mal in der zweiten Staffel gesagt. Ja, aber das glaube ich nicht. Die Cousine von ihren Mann fand sie so irgendwie so toll. Nee. Doch. Wann? War so, naja, als die nach Hause auf seinen Landsitz sein gut gehört. Du meinst Francesca, ihr Mann, die Cousine, ja. Von der weiß ich auch noch nicht, was ich halten soll. Die kam sehr überraschend und sehr dominant daher. Das weiß ich, denke ich, da kann ich die Reaktion von Francesca noch gar nicht einschätzen. Weil bei der habe ich irgendwie immer gedacht, sie würde mehr auf Frauen stehen. Eloise ist die kleine Frauenrechtlerin. Ja, ja. Ja, die. Die die Welt entdecken möchte. Ja. Die hat sich halt jetzt ein bisschen Freiheit erkauft durch ihren Weggang mit Francesca und ihrem Mann. Und ich hoffe, dass sie sich sehr schlimm in irgendeinen schnuckeligen, süßen, durchtrainierten Lord verlieben wird und es wieder viele Sexszenen geben wird, weil die haben sie echt gut dargestellt. Stimmt. Und mal gucken. Da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass die Mutti, die Mama Bridgerton, die hat auch so eine schöne Wandlung gemacht. Das fand ich auch ganz toll, wie die so... Ein bisschen verliebt in den... Ja, wie man so gesehen hat, dass sie sich verliebt. Ich habe es leider nicht so mit Namen. Mit Namen habe ich es auch nicht so. Also die Wandlung der Mama und dieses Verliebtsein und immer mehr aus sich rauskommen und es auch zulassen, die fand ich auch toll. Genau, ja. Zum Abschluss würde ich gerne eure Bewertung der dritten Staffel hören. Wie viele Punkte von 0 bis 10 würdet ihr geben? 0 ist natürlich das niedrigste, 10 das höchste. Juli, was ist deine Bewertung? Wenn ich jetzt Noten vergeben müsste zwischen 0 geht gar nicht und 10 over the top, für diese dritte Staffel muss ich sagen, ich lande irgendwo bei einer 7 oder 8. Um es einzuordnen, die anderen beiden Staffeln, also Staffel 1 ist bei mir eine 9,5 und Staffel 2 ist definitiv eine 10 mit Sternchen in meiner Welt. Ich finde tatsächlich hier in der dritten Staffel, einfach weil für mich die körperliche Chemie zwischen den beiden nicht stimmt, obwohl ich ihre Story mag, obwohl ich ihre Art und Weise mag und auch dieses Coming of Age, was erzählt wird aus der Perspektive von Penelope, finde ich einfach, weil es für mich gibt's große, große Abzüge sozusagen in der B-Note, was die körperliche Chemie zwischen Luke und Nicola belangt, ist für mich einfach zu sehr Friendzone und von daher gibt es da den Punktabzug. Wo es definitiv einen Aufschlag an Punkten gibt, ist, weil sie eben zum Beispiel dieses Lady Bridgerton, dass das so wirklich gefeatured wird. Ich finde, sie machen auch viel gut, indem sie die Lady Featherington so ein bisschen mehr Tiefe geben, der ein bisschen mehr zeigen. Und ja, auch Eloise kriegt wieder einen Teil. Also es sind so diese vielen kleinen Nebenrollen, die vieles, vieles Welt machen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, die stehlen dann aber auch so ein bisschen das Rampenlicht für Colin, für Penelope. Ich weiß es nicht, ob es da noch mehr gegeben hätte oder ob man das noch hätte ein bisschen mehr ausbauen können. Mein großes Manko ist und bleibt die für mich fehlende körperliche Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern.
in der dritten Staffel. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte Spaß beim Anschauen, es hat mir gefallen, ich fühlte mich gut unterhalten und von daher ist es wirklich eine gute 8/10, aber halt auch nicht mehr. Carina, deine Bewertung? Also ich würde der neuen Staffel eine 10 geben, weil ich mich einfach unterhalten gefühlt habe. Und letztendlich geht es ja darum, natürlich wird bei dieser Serie das Rad nicht neu erfunden und natürlich ist es auch zwischendurch ziemlich kitschig und das gehört aber, finde ich, auch total dazu. Man weiß, worauf man sich einlässt. Und letztendlich habe ich mich unterhalten gefühlt und darum geht's. Und ich habe es gerne angeguckt und ich habe auch gerne alle Folgen angeguckt. Und ich schalte auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es eine neue Staffel gibt. Und deswegen volle Punktzahl. Nele, wie viele Punkte gibst du Bridgerton Season 3? Ich fand die Staffel mit am besten eigentlich, obwohl ja viele auch sagen, dass sie jetzt ein bisschen trashiger geworden ist. Für mich ist ja die Geschichte um Penn und Colin einfach, ja, ich mag das sowieso auch in Büchern und so, wenn es eher so von Friends to Lovers, Slow Burn, diese ganzen Geschichten, das mag ich gerne. Fand sie aber nicht so stark wie die zweite Staffel. Da finde ich, gab es ein paar mehr epischere Momente, zum Beispiel die Rede von Anthony. Ich glaube, die ist uns allen im Gedächtnis geblieben. Ja, deshalb für mich eine solide 8/9. Also ich fand es geil. Ich werde es auch nochmal gucken. Antonia, deine Bewertung? Bridgerton im Ganzen ist eine 10/10. Staffel 3 ist für mich leider nur eine 7/10. Aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, es ging so ein bisschen schnell, schnell, schnell. Ball, Ball, Ball. Wir lieben uns alle, wir heiraten alle. Ende. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Klatsch und Tratsch dazwischen gewünscht. Ja. Shirin, was gibst du der neuen Staffel? Auf einer Skala von 0 bis 10 bekommt Bridgerton und gerade die dritte Staffel auf jeden Fall eine 11 von mir. Beate, oh, jetzt bin ich gespannt. Meine Bewertung für Bridgerton Staffel 3 würde ich gerne aufteilen. Die erste Hälfte der dritten Staffel bekommt von mir eine 8 und die zweite Hälfte der Staffel 3 bekommt von mir eine 5,5. Sonja, deine Bewertung? Meine Bewertung für die dritte Staffel von Bridgerton von 0 bis 10. Ich würde Ihnen eine 8 geben, weil ich sie nicht so gut fand wie die erste Staffel, aber besser als die zweite, obwohl mir auch die zweite gut gefallen hat, würde ich eine solide 8 geben. Und Julia und David zuletzt. Ich bin sehr gespannt. Was würdest du für eine Note geben, wenn du eine Bewertung abgeben müsstest? 9. 9? Von 10. Ja, ich würde eine gute 8 geben. Es ist bestimmt noch eine Steigerung. Ja, ja. Deswegen nur 9. Okay. Haar mehr 6, 10. Okay, ja. Ihr Lieben, ich habe tatsächlich alle separat nach ihrer Meinung gefragt. Das heißt, keiner wurde beeinflusst. Umso spannender finde ich, dass es hier und da so viele Gemeinsamkeiten und aber auch extreme Unterschiede gibt. Aber gerade ist noch in letzter Sekunde von einer 10. was eingetrudelt. Nina, sie wollte doch noch mal gerne auch ihre Meinung loswerden. Bitte hier deine Bühne. Wie und was hat dir an der dritten Staffel von Bridgerton gefallen? Was liegt dir denn noch auf dem Herzen? Hi, hier ist Nina aus Berlin. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und habe in einem Verlag gearbeitet, in dem sogenannte Schundliteratur verlegt wurde. Ich denke, ich habe gute Voraussetzungen, Bridgerton zu bewerten. Da ich zu spät dran bin, die ganzen Fragen zu beantworten für diesen Podcast, möchte ich nur sagen, dass mich die zwei Wendungen sehr gefreut haben, sowohl bei Benedikt als auch das Angedeutete bei Francesca. Und ich hoffe sehr, dass die ProduzentInnen das durchziehen und den beiden tatsächlich weiterhin queere Storylines geben. Okay, ciao. Das waren abschließende Worte. Danke an alle, die heute mitgemacht haben. Es war wirklich spannend, eure Meinungen zu hören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast und vergesst nicht, uns eine Bewertung zu hinterlassen. Wir besprechen wirklich ganz viele Serien und Filme und das machen wir auf ganz unterschiedliche Art. Manchmal Mini-Podcasts, manchmal ein bisschen längere Analysen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir das wirklich mit viel Liebe und Leidenschaft machen, könnte das wirklich was für euch sein. Wir sind ein kleines Team. Wir freuen uns über jedes Abo. Wir freuen uns über jede positive Bewertung. Und wenn ihr uns negativ bewerten wollt, schreibt ihr uns vorher und sagt eure Meinung. Auf allen möglichen sozialen Netzwerken sind wir auffindbar. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, bei das Seriensprechzimmer. Tschüss.
Oh,